Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft Lucky Blocks King. Zusammen mit natürlich Leute, ihr kennt sie alle, Osmilina. Hallo. Hallo, wir haben aber noch jede Menge weiterer Gegner heute am Start. Eine große Runde heute mal wieder mit Kalli, Wolfi, Baumwasserchen, Freaky und Nature Boy. Jeder bekommt eine Insel und dann werden wir uns battlen. Am Ende kann es nur einen Sieger geben, ihr wisst Bescheid. Und natürlich, Leute, wenn ihr mehr Lucky Block King sehen möchtet, und das würde ich doch gern hoffen, vergesst nicht den Like-Button mal ganz kräftig zu flanken und wir legen los. Bevor wir uns in das Battle stürzen können, müssen wir natürlich die Inseln zulosen. Wir haben Nintendo, Water, Ender, Spiral, Phantasia, Cookie und die Mitte mit Pizza Lucky Blocks. Außerdem ein Inventar. Das kann ich euch nicht. Das zeige ich euch gleich. Wir losen erstmal die Inseln aus. Dazu muss ich hier ein bisschen durchmischen, Elina. Du kennst die Regeln. Zahlen von 1 bis 7. Bitte dich mal hier rauszuhauen. 4. Die 4. Okay. 2. 2. 1. 1. 5. 5. Die 7. 6. Die 6. Und die 3. Okay, dann beginnen wir mal bei Elina heute. Elina bekommt die Cookie. Alter, Jackpot würde ich sagen. Nature Boy die Ender, Freaky die Water, Baumwasserchen die Spiral, Wolfi die Astral und Kali hat die Phantasia. Und ich habe, was habe ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Nintendo. Ja, die nehme ich. Die sind, glaube ich, nicht schlecht. Okay, Leute. Und dann haben wir hier noch in unserer Truhe ein Weapon Case, wo ein Ring rauskommt, ein Rucksack, Kram. 8 Sommer-Lucky-Blöcke, 8 Computer-Lucky-Blöcke, 8 Ninja-Lucky-Blöcke und die 9 Pixel-Lucky-Blocks, wo auch mega nice das Stuff rauskommen kann. Und let's go. Let's go. Wir beginnen mit den Ninja-Lucky-Blöcken, Leute. Block Nummer 1. Was kriegen wir raus? Wir kriegen Hauptpreis. Wir lassen dich am Leben. Wow, danke. Danke, dass ihr mich am Leben lasst. Oh, was haben wir hier? TNT und eine Redstone-Fackel. Das können wir leider auch nicht so wirklich gebrauchen. Wir machen weiter mit. Eine Tür. Ich habe eine Tür bekommen. Das ist ja mal der brokeste Drop ever. Eimer. Hey, ich krieg ja nur noch so Käse, Leute. Oh, oh. Das Meister-Katana, Leute. Ja, das bewegt sich sogar. Ja, das ist auf jeden Fall ein Schwert, was man nehmen kann, Leute. Es geht weiter. Wir brauchen die Spitzhacke. Zack, hier ist auf jeden Fall schon irgendwie fette Action auf den Nachbarinseln. Ich habe so gefühlt 2 Meter zu meinen Wow. Da hat jemand ein fettes Dungeon bekommen. Ich habe so gefühlt 2 Meter zu meinen Nachbarn. Ich weiß nicht, ob das gleich ein Problem wird. Ninja-Schwert. Okay. Das sieht nicht so heftig aus und ist auch nicht so heftig. Leute, das Meister-Katana ist da definitiv besser. Ich glaube, aus den Pixelblöcken kann auch mega nicer Stuff kommen. Bin ich echt auch gleich mal gespannt. Wir machen weiter mit dem Computer. Computer Nummer 1. Da haben wir einen Regenerations 2 Edelstein. Okay. Ein Sommer-Lucky-Block. Oh, nein. Alter, ist das Meister-Katana stark. Ich hab den ersten Tod, Mann. Das ist doch nochmal dein Job, Elina. Was ist denn da los? Was? Oh, Leute. Ich muss mal die Case öffnen und ich ziehe mir mal die Dia-Rüstung an. Die brauche ich sowieso nicht. Zack, zack, das kann alles weg. 16 Pluralblöcke habe ich bekommen. Und Speed 2. Ein Speed 2 Ring. Den ziehen wir uns definitiv an. Und 16 Plural, Leute. Die gönnen. Wow. Nee. Überlebe ich das? Nein. Boom. Oh Gott. Computer, Leute. Zack. Blub. Was ist denn das, Leute? Essensmodifizierungschip, kombinierbar mit Äpfel, Karotte, Melone, macht Essen unendlich oft essbar? Leute, kann ich das auch mit so Phantasia-Berries oder so kombinieren? Shit. Das wäre ja mit... Was hast du bekommen? Computer-Lucky-Block, Leute. Wir kriegen eine Schaufel raus. Also, muss sagen, so dropmäßig heute ist noch nicht so geil. Da müssen wir, glaube ich, uns echt mal die Mitte gönnen. Was haben wir hier? Computergehäuse, Beinschutz. Okay, eine Computergehäuserüstung. Aber ist halt nicht unzerstörbar, Leute. Alles Gute kommt von... Oh, ein paar Erze. Jetzt kommt es aus den Sommerblöcken. Da kam immer richtig nicer Stuff raus. Da muss jetzt mal was Geiles... Mann, ich krieg nur schlechte Sachen. Ohne Witz. Was habe ich rausbekommen? Einfach gar nichts, oder wie? Sommer, wir machen weiter, Leute. In Beacon. Ey, ich krieg nur noch so Käse-Drops, Leute. Wieder? Das ist ja... Das darf da nicht wahr sein, Leute. Was ist denn hier los? Da kriege ich einfach gar... Leute, Banks Unterhose. Zack. Nice, Leute, Alter. Oh Gott, da sind... Ach du, was geht hier ab, Leute? Hier geht's auf jeden Fall ziemlich ab. Ich muss einen Enderdrachen töten. Ich will die XP haben. Hilfe. Alter, wie es hier abgeht, Leute. Oh, der Erste ist gestorben. Banks Unterhose, Feuerschutz 3. Was, die ist nicht unzerstörbar. Wow. Die ist ja nicht mal nicht unzerstörbar. Okay, wir haben eine Axt rausbekommen. Kann die was? Nee, Lucky Axe, die kann leider nichts. Ein paar Spawn-Eier. Die, wow, die halt... Okay, die, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Pixel-Lucky-Block, wir machen weiter. Wir haben einen Bogen. Lucky Bow. Mann, ey, also Idina, wie sehen denn deine Drops aus? Ich habe hier echt nicht so geilen Stuff bekommen heute, muss ich sagen, aus meinen Inventarblöcken hier.
Ich auch nicht. Das Beste, was ich gekriegt habe, ist das Super Lucky Sword. Und das ist ja dieser Troll. Okay, Leute, aber wir können natürlich uns in die Mitte hier stiebitzen, weil da sind die Pizza Lucky Blocks. Die haben uns noch nie enttäuscht, Leute. Jetzt, ich glaube, ich bin der Erste in der Mitte, oder? Ja, sieht ganz gut aus. Okay, zack, wir brauchen die Spitzhacke. Pizza Block. Da kam, ich glaube, Teig oder so raus, ne? 64 Pizza Bogenmunition. Ich habe Pizza Bogenmunition. Oh Gott, Elina! Nein! Hey, ich habe Pizza für einen Bogen. Okay, ich habe hier Stuff rausbekommen. Alter, ein heftiges, scharfes Messer und ein Diaschwert. Okay, und aber Leute, ich brauche doch den passenden Pizzabogen dafür. Den habe ich jetzt gar nicht. Den muss ich, glaube ich, noch... Oh Gott, Leute. Böse. Wir müssen aufräumen. Kriegen wir. Kein Problem. Zack. Elina, was hast du so für Drops eigentlich bekommen? Nein! Das war ja richtig bitter. Ich wollte dich zuerst trollen. Oh, und dann, ja, das ist nämlich Phantasia. Nein, als ob sie jetzt das Phantasia bekommt. Nein, jawohl. Das darf nicht wahr sein. Oh, auf dem Boden, Leute. Let's go up ins Wasser. Hui. Nice, Leute. Haben wir aber ein bisschen Phantasia auf dem Boden gefunden. Alter, Kalli ist hier auch unterm Wasser. Der gönnt sich auch das Phantasia. Geh down. Ja, Mann, ich dachte, ich bin der Einzige, der die Idee hat. Oh Mann, Leute. Ich sammle das jetzt hier alles auf. Das Risiko ist ja viel zu groß, das. Wobei, Kalli hat ja eh die Phantasia-Insel. Der wird sowieso voll Phantasia bekommen. Leute, wir müssen erfolgreich die Mitte looten. Die Pizza-Lucky-Blocks warten auf uns. Und dafür gönnen wir uns jetzt erstmal. Wir gönnen uns erstmal hier dieses nette Teil, dann dieses nette Teil. Ups, ich habe mich verdrückt, Leute. Gib mir eine Sekunde. Dann dieses nette Teil und dieses nette Teil, Leute. Und dann blub, blub. Und zack, 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 zack. Und zack. Und ich kann fliegen. Auf jeden Fall habe ich voll Phantasia. Danke geht raus an Kalli für das Sponsoring der nicen Blöcke. Oh Gott, die Mitte hat so zerfetzt, Leute. Okay, machen weiter. Pizza, komm. Was haben wir da rausbekommen? Ich habe keine Ahnung, was wir da rausbekommen haben. Ich baue es mal weiter die Mitte ab. Ich habe nicht so viel Zeit. Oh, noch ein Edelstein. Ein bisschen TNT, alright. Unterhose. Du hast meine Unterhose? Ja. Alter, nein. Geht weg. Ich baue jetzt erstmal wirklich so schnell ich kann die Mitte ab, Leute, weil wir wissen nicht, wer hier mit OP-Stuff kommt. Solange wir hier noch gechillt, die das Full Phantasia haben, denke ich mal, haben wir ganz gut Zeit. Okay, das ist ein Pizzatrenner. Dann hier nochmal eine leere Pizzaschachtel. Dann irgendwelche Bags. Eine Pizzateig-Brustplatte. Ein weißer Edelstein. Okay, mein Inventar ist komplett vollgemüllt, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir räumen jetzt erstmal hier alles rein. Ich möchte diesen Pizzabogen noch haben. Da bin ich scharf drauf, Leute. Ich habe ja diese Pizza... Oder kann ich mit jedem Bogen dann die Pizzateile schießen? Das wäre ja auch eigentlich ganz geil. Ich sammle hier jede Menge Zutaten ein, Leute, für die Pizzen, die wir uns... Wow! Ein Teigmonster! Hat er das gedroppt? Nein, er hat die Waffe nicht gedroppt. Alter! Jo, hier geht's aber ganz schön ab. Ja, als ob die alle mit ihren... Oh, oh. Ciao, Elina. Wie viel Damage hat denn dein Schwert? Hör auf! Oh, 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 oh. 252. Also, okay. Wow, Baumasterchen ist hier am Start, Leute. Der eine hat das Seeschellenschwert, oder wie das heißt. Sonnenblumenschwert. Leute, wir räumen erstmal auf in der Mitte. Hier geht's in der Mitte ab, ne? Boah, Lina, du hast den mega nervigen Verwirrungsbogen. Das ist ja übelst nervig. Oh Mann! Ich will ja gar nicht die ganze Mitte für mich beanspruchen. Ich möchte nur diesen Bogen. Dann mache ich einen taktischen Rückzug. Ich verspreche's. Aber ich... Alter, was... Oh, ich bin übelst OP ausgerüstet. Ich habe schon so viele Kills hier gemacht. Alter Schwede, es leckt gerade ein bisschen. Also Pizza-Zutaten-mäßig sind wir ziemlich nice am Start, würde ich sagen. Oh, Adrian und Aua, Elina. Double Kill. Mann, ich will euch gar nicht killen. Oh, die Pizza Boots. Pizzaschneider. Oh nein, die ist stärker als meine Waffe. Die ist OP. Ich glaube nicht, dass wir den Pizzabogen hier noch kriegen. Doch, den Pizzabogen. Rückzug. Oh Gott, mir ist so übel. Pizzabogen. Doppelt so schnell wie ein normaler Bogen. Zehnfachen Schaden. Und der schießt Pizzateile. Hä, hey, wartet mal, Leute. Pizzateile. Ich mache mal einen Testschuss. Pizzabogen. Was? Tja, Elina. Wir widmen uns unserer Nintendo-Insel. Gott, hier sind überall Pluralblöcke, Leute. Nintendo. Zack. Oh Gott. Ach du heilige, Leute. Das ist ein bisschen TNT. Wir haben die Random Potion Bags. Wir haben ein Fire Sword. Eine Louis. Das ist auch eigentlich ziemlich guter Stuff, Leute. Ein Zauberstab. Oh Gott, Leute, meine Arme. Nein. Nein, 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 nein. Das war nicht mit Absicht. Tut mir leid. Nintendo 1, Nintendo 2, Nintendo... Oh, wir brauchen den Rucksack, Leute. Wir haben zu viel nice Stuff. Zack, tun wir alles rein. Na, 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 na. Wir haben bekommen die Pilze zum Essen. Die Luigi Boots, Luigi Legends. Die sind auch ziemlich nice auf jeden Fall. Dann die Spitzhacke weiter ausgerüstet. Wir bauen weiter unsere Insel ab. Der Server ist hier gerade gut am Ackern, Leute. Der ist hier... Der läuft aber wirklich auf letzter Power. Oh, das sieht mir nach einem Teleportationszauberstab. Genau das Teil brauche ich, Leute. Elina ist natürlich wieder souverän Platz 1 in der Deathlist. Oh, nicht schon wieder.
Leute. Ich meine, so ein richtiges OP-Schwert brauchten wir jetzt halt noch. Also, ja, das kann ich halt nur einmal benutzen, Leute. Für einen Notfall ist das immer ganz geil. Oh, Alter, der hat ja mega viele Zauberstäbe. Donnerzauberstab. Der kann vermutlich, lass mich das mal testen, einen Blitz erzeugen. Boom, boom, boom. Ja, scheint nicht sehr OP zu sein, Leute. Schade. Nintendo. Oh, da brauchen wir die Spitzhacke für. Zack, zack, zack. Wir haben nicht schon wieder dieses blöde TNT. Wir haben Pilze, wir haben Cherry Bombs. Wir haben ein Advanced Sword, okay. Diese ganzen Zauberstäbe braucht ja wirklich kein Mensch. Das kann, glaube ich, auch weg. 51 Damage brauchen wir nicht. 130 Damage brauchen wir auch nicht. Meine Ausrüstung im heutigen Battle ist, ja, ganz okay, würde ich sagen. Wir haben Pizza-Teig-Helm, Pizza-Schuhe. Ich habe mal Hälfte-Hälfte gemacht, weil ich habe trotzdem volle Rüstungspunkte und die sind halt unzerstörbar, im Gegensatz zu Phantasia. Fliegen kann ich trotzdem. Wir haben die Unterhose. Wir haben Pizza-Teig, Full-Pizza-Teig-Rüstung. Wir haben das Meister-Katana, One-Hit-Schwert. Wir haben den Pizza-Bogen, der ziemlich nice ist. Pizzen, Stufe 2. Wir haben die Pilze zum Essen und ein bisschen Bomben und so weiter, die passiven Inventare. Ich würde sagen, let's go. Adrian, ich sehe dich. Oh, Adrian kann auch fliegen. Der Gauner. Attacke auf ihn! Als ob ich ihn so kille. Seine Rüstung ist ja mega scheiße. Oh, der Bogen. Okay, der Bogen hat ihn nicht One-Hit gekillt. Das ist jetzt interessant, Leute. Ach doch, der Server. Okay, der Pizzabogen hat, glaube ich, den Server zusammen... Oh Gott, der Pizzabogen hat den Server gecrashed. Fast zumindest. Ich treffe ihn nicht. Ich bin so blind, Alter. Oh, seine ganze Rüstung ist broke gegangen. Und da ist noch einer. Upp. Okay. Zack. Der Pizzabogen, Leute. Ich bin irgendwie verwirrt. Ich würde sagen, wir bauen mal den Beacon ab. Dann kriegen wir nämlich von Adrian die Kiste, wenn wir ihn killen sollten. Und... Ich will das Schwert! Ich will das Schwert! Oh mein Gott, ich krieg das Schwert jetzt von... Ich krieg das Schwert von ihm. Oh mein Gott, das wird so nice. Erstmal eine Pizza. Oh Gott, ich ertrinke, glaube ich, wegen Adrians Water-Rüstung. Oh nee, Leute. Wir bleiben erstmal ein paar... Oh Gott, das war... Cherries! Als ob er so viel. Was ist das überhaupt für eine Krank? Was ist das für eine Waffe? Er hat irgend so eine mega heftige Ninja-Waffe. Das sieht mega crazy aus. Okay, was haben wir hier in dieser Truhe drin? Er hat eine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat ja mega den kranken Stuff. AMD-Prozessor. Er hat ein Bikini. Er hat einfach ein Bikini. Ein Waterbogen, Milky. Milky Balls. Oh mein Gott, das ist Milch zum Werfen. Mega geil. Ninja-Erfahrung des Kriegers. Water Potion, Ninjutsu des Rückstoßes, Korani, das brauchen wir nicht, Feuerschutz unter Poseidons Dreizack, Alter, let's go, Leute. Ich würde sagen, Meister Katana war gestern, Leute, das Plural Mega. Oh Gott, da ist irgendjemand mit dem Pizzaschwert, nix da, ich kann fliegen. Oh Gott, das wird aber heftig jetzt, ich glaube, er ist heftig am Start, Leute, mit seinem Stuff. Oh, das war ein One-Hit-Schwert, ne? Ja, habe ich überlebt. Hä, ich bin aber... Hä, wieso bin ich nicht gestorben? Keine Ahnung, sehr OP. Alter, Elina, hör auf. Du willst Stress. Du willst Stress, ja? Ja, natürlich, aber hallo. Der Pizzabogen, Alter. Nein. Tja, Elina, du hast mich provoziert. Ich wollte wegfliegen. Jetzt esse ich noch meine Pizza Geschmacksstufe 4. Was, du hast 4? Ja, ja. Hä, die macht dich unbesiegbar. Hä, ich habe nur 2. Ich konnte gar keine bessere craften. Das ging bei mir nicht. Lecker. Das ist ja voll der Betrug. So, Elina, dein Beacon ist weg. Ich werde mich drauf einrichten. Kallis Phantasia wird ihm nicht viel bringen. Gott, Flugbattle gegen Kalli, Leute. Wir fliegen beide. Er fliegt halt weg. Die Sau, Leute. Das ist doch hier feige. Stell dich dem Kampf. Oh, da hat es, glaube ich, Klack gemacht mit seiner Rüstung. Rüstung ist kaputt. Ja, als ob. Nee, ich habe ihn bekommen. Ich dachte, er wurde abgestaubt. Mann, Leute, okay. Dann schnappen wir uns jetzt mal Kalli, Leute, bevor er sich neue Phantasia macht. Und jawohl, Leute. OP, Mann, das ist ja so. Dieses Schwert, was ich da bekommen habe vom Adrian, das ist ja so nicht mehr normal. Hast du das mit deinem Schwert gerade abgebaut? Ja, das habe ich von Adrian bekommen. Das ist mega krank. Wie viel Damage hat das? Ich glaube 999 Millionen oder so. Holy shit. Voll crazy. Das sieht auch mega krank. Das ist, glaube ich, echt eins der geilsten Schwerte, die ich je gesehen habe. So, voll nice. Okay, wer lebt denn noch? 1 gegen 1 gegen Nature Boy. Der ist OP, Alter. Das wird schwierig. Aber erstmal fliegen wir zu Kalli, schnappen uns sein Stuff. Oh, ich gebe so viel, wie ich kann, Leute. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Leute, dass er so tankt. Die Frage ist, kann ich ihn down kriegen? Milkball? So, er hat keine Effekte jetzt mehr. Vielleicht müsste ich ihm mal negative Effekte geben. Ich habe halt auch Verbrennung. Er müsste eigentlich auch Verbrennungsschaden bekommen. Oh, die Frage ist, ich weiß nicht, wie lange mein OP-Plural-Effekt noch hält. Jawohl! Ui, sobald der Effekt weg ist, kann er mich nämlich auch instant wegkloppen, Leute. Wir bauen mal das Teil ab. Beacon ist weg, Leute. So, wir nehmen nochmal den Milkball. Plupp, zack, Effekt weg. Oh!
Ich hoffe, euch hat die heutige Folge Lucky Blocks King gefallen. Flankt mal ganz kräftig den Like-Button, wenn ihr mehr sehen möchtet. Plus vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Jetzt einfach auf das Video klicken, auf meinen Avatar, dann seid ihr kostenlos am Start, Leute. Oder klickt auf das Video, was euch vorgeschlagen wird, um zum nächsten Video zu gelangen. Da haben wir nämlich eine nice Runde Lucky Block Worlds gespielt. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.